Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, also, wir dürfen jetzt malen. Hört sich blöd an, ist aber so. Ja, wir gehen jetzt bei G&S unter den Malern. Was braucht ihr dafür? Ich weiß nicht, ob das schon 2 oder 3 Wochen kriegt. Ich krieg ja nichts mit, um ein Video zu machen, ob was Neues gibt. Bekomme ich ja nicht mit. Ne? Also hier hinten die Bilder und alles ist Deko. Ne? Also. Was braucht ihr, um das Malerset zu machen? Ihr braucht Vorbereitung. Und zwar gibt es jetzt neuerdings Blumen. Die ihr bei den Getreidefeldern gibt es neuerdings Blumen. Logisch, man braucht ja irgendwo die Farbe her. Ne? Also, wie es in Real Life auch ist, man macht es über die Blumen. Ne, gibt natürlich wieder ein bisschen Kontra für ein Rollenspiel, Blumen herzustellen. Nur mal so ein Tipp nebenbei. Also, ihr kauft hier ein Feld von denen oder ein gebrauchtes auf den G&S-Märkten und dann retzt ihr euch das zu Hause hin und dann müsst ihr mal kurz entweder Tomaten oder Getreide oder was anklicken und dann macht ihr wieder auf Clear. Weil ihr wollt ja die Blumen, die sind noch nicht in dem System da drinne. Also das wird... Lass das mal so ungefähr so 2, 3 Wochen ins Land gehen. Ja, da wird es automatisch eventuell sein, wenn ihr die neuen Felder kaufen tut, dass ihr auch die Blumen, dass er auch Blumenseeds mit drin ist. Die kosten ein paar Linden zusätzlich, 35 Linden. Ne? So, dann braucht ihr das Malerset. Ne? Dann braucht ihr den Malstein. Ne? Wie der funktioniert, habe ich ein Video schon drüber gemacht. Und über Getreidefelder auch. Und es ist dasselbe in Spee auch mit den Blumen. So. Dann braucht ihr... das braucht ihr nicht unbedingt. Aber ich würde es euch sehr gerne ans Herz legen. Weil es ist schon viele Mal in den G&S-Gruppen gesagt worden, für was brauche ich die Bücher. Ich würde euch... ans Herz legen. Das sind die Kosten, ich müsste lügen, was kosten sie denn? Muss ich mal gleich gucken. Hier wird es gerade nicht angezeigt, was es kostet. Vielleicht finde ich es hier irgendwo. Nee, momentan nicht. Wir gucken mal. Ansonsten gebe ich den Marketplace-Link dabei, da ist es mit drin. Ich glaube, das müsste... einmalig. Das kostet, glaube ich, einmalig ein bisschen mehr. Ich müsste lügen, so 200 Linden. Und jedes Mal, wenn was Neues gibt, ihr braucht das Buch nicht immer ständig neu kaufen. Ne, diese ganzen Bücher, was es von G&S gibt. Das wird automatisch reingeladen. Ihr kriegt sogar ein Update, wenn sich das Buch irgendwie aktualisiert. Habe ich heute Morgen übrigens gekriegt. So, ich glaube, hier hinten sind die Bücher. Und dann braucht ihr noch das Schreinerbuch. Hier, das neue. Ne? Ich weiß nicht, wo man draufklicken soll, dass man das hier anscheinend irgendwie im Local-Chat dann den Link bekommt zum Marketplace oder so. Wie gesagt, ich suche das nachher raus und dann gebe ich den Link unten mit bei. Das ist kein Hexenwerk für mich. Alles, wie gesagt, Schreiner, Schmiedbuch und Kochbuch kann ich nur wärmsten empfehlen. Kauft euch das einmal und sollte da irgendwelche Updates drin sein, die bekommt ihr automatisch. Ist genauso wie jetzt hier mit den 14.250 Coins, wo ihr das ganze Set euch kaufen könnt, einmalig. Ne, weil das braucht ihr. Ihr braucht den Maler, ihr braucht den Pinsel und den Rahmen und die Farbe ist klar, kriegt man dann aus den Blumen, ne? Beziehungsweise kriegt man dann hier aus den, ne? Kann man sich dann herstellen und so und die kriegt man dann hier aus dem Mahlstein wieder, die Farbe. Soweit, wie ich es ein bisschen verstehe. Und ja, und ich denke mal, die nächste Zeit werde ich noch mal ein YouTube-Video machen. Wird nicht lange werden, weil es hat sich da ein bisschen auch beim Fischen, beim Angeln was umgeändert.
Wie gesagt, ihr müsst euch dann mal, also ungefähr 650 Linden kostet das Set, ne? Und dann rechnen wir mal ein bisschen jetzt aus, was ihr ungefähr bräuchtet. Und dann noch Kopfrechnen schwach, ne? Und dann die 200 für das Getreidefeld. Und dann noch den Mahlstein. Wo ist der jetzt? Der dürfte hier drüben sein. Ist der hier? Der dürfte hier sein. Lunzen, Lunzen, Lunzen. Ja, da ist er. 400. Ne? Aber ihr braucht das, wie ich immer sage, nicht unbedingt. Ihr könnt das auch auf den verschiedenen G&S-Märkten euch die Gruppe und dann könnt ihr loslegen. Ne? Also ich denke mal, das wird die nächste Zeit kommen, dass bei verschiedenen G&S-Märkten, wo man das generell machen kann, die sind noch am Umbauen und am Umdesign und so weiter und so fort. Also das wird auch noch ein bisschen was ins Land gehen. Ne? Und ja, jetzt wären wir mal zu den Malern. Ein Stuhl. Auch über einen Schreiner oder bei G&S-Märkten euch einfach mal so einen Stuhl besorgen oder so. Ne? Oder ja, man kann natürlich auch dann hier sitzen, ne? Und dann kriegt man dann so ein Menü und dann muss man dann die Tafeln und so weiter und so fort reinsetzen. Ich habe natürlich jetzt, kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich die Gruppe nicht habe. Um mich da dran zu setzen. Und dann gibt es, wie es aussieht, hier noch. Ach ja, das ist für die Fische. Okay. Das ist wieder ein anderes Thema. Ja, also ich hoffe. Und ja, ihr solltet auch die G&S-Hut aufhalten. Aufhalten. Guten Morgen. Anziehen. Weil ihr ja dann. Ja, Energieverbrauch beim Malen. Ne? Wie die einzelnen Bilder jetzt werden oder so, kann ich euch noch nicht sagen. Ne? Ich habe es erst heute Morgen gesehen und habe gedacht, da musste gleich sofort zugreifen und musste ein YouTube-Video drüber machen. So, also. Ne? Also, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich konnte euch soweit weiterempfehlen und die nächsten Tage oder so kommen dann noch mal ein Video über die Fischen, was sich da ein bisschen geändert hat. Aber das wird die nächsten Tage kommen oder anschließend oder morgen oder übermorgen. Keine Ahnung, wann ich Lust und Laune dazu habe. So, also, ich hoffe, ich konnte soweit ganz gut erklären. Und ja, dann viel Spaß beim Malen. Bis dahin, eure Sandy.